Hallo Menschen aus dem Internet. Ich wollte die Aufnahme eigentlich schon bereits in dem Spielmodus starten, aber ich bin gerade in der Lobby und habe was gefunden. Da nutzt jemand Autoklicker, damit er nicht gekickt wird und nicht als AFK zählt. Erwischt. So, jetzt noch einmal richtig. Hallo Menschen aus dem Internet. Heute sind wir auf dem Escape-Server. Und ich möchte euch jetzt den Stand zeigen, mein Inventar. Müll, reinster Müll. Was ist das? Also, ja, auf jeden Fall, weil ich keinen Optifine drauf habe, da wir auf der neuesten Version spielen und es keinen Optifine gibt bis jetzt. Ja. Spiele ich ohne Optifine und habe deshalb kein Zoom. Und okay. Aber natürlich kann man es auch mit F1 nutzen und dann. Auf jeden Fall, ich habe etwas, nur ein bisschen weiter gemacht. Auf jeden Fall habe ich den Teleporter reingebaut, der erkennt, ob das Spieler online ist oder nicht. Nur ein bisschen. Auf jeden Fall, hier ist die Enderperle. Hier sind Notenblöcke. Aber auf jeden Fall, ich beginne mal ganz, ganz unten. Hier ist eine Kaktusfarm, die ich unnötig gebaut habe. Das erkläre ich auch gleich. So, legen wir los. Okay, lol. Ich habe eine Kaktusfarm gebaut, da der Nether, glaube ich, am Ende jedes Monats resettet wird. Das bedeutet, wenn ich einen Chunkloader baue, dass das die ganze Zeit weg ist. Ich muss neue Items farmen, neu aufbauen und so. Das ist voll scheiße. Und dann dachte ich mir, ja, dann kann ich doch die ganze Zeit Items in den Nether schicken, die ich automatisch farme. Naja, das ist leider doch nicht so einfach, da man dadurch den Nether lädt. Aber ich muss die Overworld laden. Und deshalb muss ich das doch bauen und das ist jetzt unnötig da. Und ja, das ist halt ein Chunkloader. Alles befindet sich hier in einem Chunk. Und hier ist die Player Detection. Die erkennt, ob ich online bin oder offline bin. Mit der Katze. Ja, Joecraft hat es besser erklärt, aber. Das Problem ist, ja, ich habe hier nur sehr viel Platz gehabt. Ja. Auf jeden Fall, hier geht ein Stromsignal rein. Und wenn das abgelaufen ist und der nicht noch einmal ein Signal gegeben hat, bleibt die Fackel aus. Aber wenn man das in der Zeit schafft, geht die an. Ja. Dann wird mit den Slabs ein Signal nach oben geleitet. Und mit dem Signal wird dann hier zweimal etwas eine Enderperle dispensed. Die Falltür schließt sich und ich werde hierhin teleportiert. Und das zeige ich euch jetzt. Der Spawn befindet sich sehr weit weg. Hier einmal die Koordinaten. Und hier. Ich bin circa 5000 Blöcke entfernt. Und wenn ich mich jetzt rauslogge und jetzt erstmal ein bisschen warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und jetzt ich jetzt reingehe. Sollte ich eigentlich nicht teleportiert werden? Hier, ich bin noch am Spawn. Deswegen mein Texture Pack so. Und aber, wenn ich rejoine, also ich ganz schnell rejoine. Ja, ist ein bisschen langsam, aber. Halt, das liegt am Server, aber eigentlich, ja. Schon nice, oder?
Oh, der ist. Ja, der ist. Gut. Ich habe natürlich viel mehr Enderperlen in meiner Ender-Chest. Ich habe dann eine Schalker-Box. Ich werde das später aufladen. Auf jeden Fall war jetzt mein Plan, hier verschiedene Knöpfe oder so zu machen oder Türen mit Druckplatten, sodass ich an verschiedene Orte teleportiert werden kann. By the way, ich liebe diesen Teleporter, weil es ist so einfach. Ich muss nicht mehr auf den Home-Cooldown warten und so. Das ist viel besser so. Ja. Kurze Anmerkung, die ich im Video vergessen habe. Ja, moin, mein Spiel laggt. Zum Beispiel hier unten meine Dings-Farm, XP-Farm. Oder hier drüben meine Zuckerrohr, Eisen, Creeper-Farm. Also die Creeper-Farm erhält nochmal eine ganz oben. Und dann wird es noch hier eine geben. Ja. Ich habe vor, die ganze Insel zu verknüpfen, damit ich keine Raketen mehr hier verschwenden muss. Ich hatte auch erstmal so geplant, so Säulen hochzubauen und dann mit Schienen und so Farmen zu verknüpfen. Dann vielleicht nochmal so eine Bahn für mich, dass ich hin und her fahren kann. Vielleicht mache ich das auch noch, aber eher unwahrscheinlich. Halt, ich hatte so vor, richtig so ein großes Industriegelände hier rauszubauen. Aber ja, mache ich nicht. Und ja, das ist der aktuelle Stand auf dem Server. Ich werde mich in der nächsten Folge wahrscheinlich schon darum gekümmert haben, das hier zu designen und die Eingänge. Vielleicht fange ich auch schon mit dem Lager oder mit der Trading Hall an. Mal gucken. Auf jeden Fall schreibt in die Kommentare, was ihr am Nikolaus bekommen habt. Das ist auch nicht schon über 10 Tage her, nein, nein. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr da bekommen habt für den Algorithmus. Vielleicht schreibt auch Wolle, Olle, Wolle, Olle in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Für den Algorithmus natürlich. Ja. Ciao. Thank you.